Neuseeland ist ein fantastisches Land voller Kontraste, Schönheit und Abenteuer, welches auf jeden Fall einen Besuch wert ist. Um dich bei deinem Besuch zu unterstützen, haben wir Touristen aus der ganzen Welt interviewt und eine Liste mit den 7 wichtigsten Dingen erstellt, die Touristen wünschten, sie hätten diese vor ihrer Anreise gewusst. Manche Dinge sind genauso, wie du sie dir vorstellst. Das Fahren in Neuseeland ist genauso wie überall sonst auch. Du benötigst einen aktuellen, gültigen Führerschein und du musst während dem Fahren deinen Gurt anlegen. Selbstverständlich darfst du nicht in betrunkenem Zustand fahren. Außerdem ist der Gebrauch eines Handys während der Fahrt verboten. In Neuseeland fährt man auf der linken Seite der Straße. Solltest du von einem dieser Länder kommen, bedeutet dies für dich, dass alles genau umgekehrt ist. Zur besseren Orientierung gibt es an einigen Kreuzungen Zeichen, welche dir aufzeigen, auf welcher Seite der Straße du dich befinden solltest. Eine nützliche Richtlinie ist, dass der Fahrer sich immer zur Mittellinie hin befinden sollte. Solltest du während der Fahrt bemerken, dass der Fahrersitz sich zwischen dir und der Mittellinie befindet, halte am Straßenrand an und orientiere dich erst neu. Die meisten Verkehrszeichen erklären sich selbst. Dies ist das Geschwindigkeitslimit. Straßenarbeiten, Halteverbot, Parkverbot. Dieses Zeichen bedeutet, dass man mit einer Geschwindigkeit bis zum landesweiten Limit von 100 km/h fahren darf. Warte kurz, das da vorne sieht aus wie eine sehr schmale Brücke. Es ist eine einspurige Brücke, welche spezielle Verkehrszeichen und Regeln für das sichere Überqueren hat. Wenn der große Pfeil geradeaus zeigt, dann hast du Vorfahrt und solange niemand auf der Brücke ist, kannst du diese überqueren. Selbstverständlich musst du warten, sollte jemand bereits die Brücke überqueren, da diese ansonsten nicht ausweichen können. Wenn der schmale Pfeil geradeaus zeigt, dann hast du keine Vorfahrt und es liegt in deiner Verantwortung zu warten, bis alle Fahrzeuge auf der anderen Seite die Brücke überquert haben. Manche Brücken in Neuseeland bieten auch Zügen die Möglichkeit einer Überfahrt. Wie du dir vorstellen kannst, haben Züge immer Vorfahrt. Die Hälfte der 1500 Bahnübergänge in Neuseeland haben ein Alarmsystem wie dieses hier. Für die andere Hälfte musst du erst die Geschwindigkeit reduzieren und dich vergewissern, dass der Bahnübergang gefahrlos überquert werden kann. Es gibt ca. 24 Zusammenstöße pro Jahr an öffentlichen Straßenkreuzungen zwischen Zügen und Fahrzeugen. Dieses Zeichen kündigt einen Kreisverkehr an, was eine runde Kreuzung ist, die ein bisschen wie ein fließender Vierwegestopp funktioniert. Da sich der gesamte Verkehr im Kreis bewegt, ist es wichtig, sich auf der rechten Seite zu vergewissern, dass das Eintreten in den Kreisverkehr sicher ist. Wenn du nach links abbiegst, blinke links und biege ab, wie du dies an einer normalen Kreuzung tun würdest. Wenn du rechts abbiegst, blinke rechts, da du in den Kreisverkehr im Uhrzeigersinn eintrittst. Dann blinke links, wenn du dabei bist, den Kreisverkehr zu verlassen. Wenn du geradeaus fährst, zeige dies nur dann an, wenn du dabei bist, den Kreisverkehr zu verlassen. Im Fall eines zweispurigen Kreisverkehrs können beide Spuren geradeaus gehen. Aber du musst dich in der rechten Spur befinden, wenn du rechts abbiegst, oder in der linken Spur, wenn du links abbiegst. Super! Nachdem wir jetzt gelernt haben, wie wir sicher durch das Land fahren können, stellt sich die Frage, wo wollen wir hingehen? Touristen haben oft Probleme damit, alle Sehenswürdigkeiten während ihrer Reise zu sehen, da diese über das ganze Land verteilt sind. Orte, die auf der Landkarte nahe scheinen, können oft weit voneinander entfernt sein, aufgrund von extremem Gelände und kurvenreichen Straßen. Der Großteil Neuseelands ist auf dem Land. Vergewissere dich also, den Benzintank und die Einkaufstüten aufzufüllen, sobald sich die nächste Gelegenheit bietet. Lebensmittelgeschäfte in Neuseeland sind genauso wie jene in den meisten westlichen Ländern. Lebensmittel werden in Kategorien aufgereiht wie Kaffee, Frühstück, Nudeln, Eier, Brot, Bier und Wein. Das Einkaufen in Supermärkten kann auch günstiger sein als das Einkaufen der gleichen Artikel in einem Kiosk oder einem Minimarkt. Beim Bezahlen an einer Tankstelle oder einem Lebensmittelgeschäft ist es möglich, dass man dich fragt, ob du Coupons oder Flybys hast. Wenn du nicht weißt, was das ist oder du diese nicht hast, sag einfach nein. Die Antwort auf die Frage Credit oder IFTPOS ist ein bisschen kniffliger. IFTPOS existiert überall in Neuseeland, ist aber mit den meisten Bank- und Kreditkarten-PIN-Systemen aus Übersee inkompatibel. Selbstverständlich kannst du gerne deine Bank- oder Kreditkarten-PIN-Nummer ausprobieren, aber sei nicht zu sehr überrascht, wenn diese nicht funktionieren sollte. Die zuverlässigste Methode ist das Verwenden der Kreditkarte und wenn dir die Wahl zwischen PIN oder Sign gegeben wird, dann wähle Sign. Drücke auf Enter auf dem Terminal und unterschreibe dann deinen Beleg. Viele kleinere Cafés, Abholrestaurants und lokale Läden akzeptieren nur IFTPOS. Deine Kreditkarte wird dort nicht funktionieren und es ist notwendig, etwas Bargeld mit dir zu führen, wenn du planst, etwas in abgelegeneren Gegenden einzukaufen. Wenn du in Neuseeland auswärts isst, ist das Trinkgeld nicht obligatorisch und es wird nicht als unhöflich angesehen, sollte man einfach nur den Gesamtbetrag auf die Rechnung bezahlen. Wenn du fährst und jemand am Straßenrand winkt dir zu, so wie hier, bedeutet das in Neuseeland, dass gleich ein Verkehrshindernis kommt. Drossle also die Geschwindigkeit. Bauern müssen per Gesetz Schilder verwenden, die anzeigen, dass sie Tiere auf der Straße bewegen. Im Idealfall sind dies blinkende Lichter. Aber es kann sich auch einfach um einen handbeschriebenen Pappkarton handeln, auf dem Stock geschrieben steht. Wenn du also ein Stockschild siehst, fahre langsamer und achte auf möglicherweise vorhandene Tiere. Wenn die Straße komplett gesperrt ist, bleibe einfach auf deiner Seite und fahre langsam durch oder an der Herde vorbei. Vor allem genieße den Moment. Du erlebst nun offiziell das Leben in Neuseeland. Wenn ein fahrender Traktor die Straße blockiert, fahre langsamer und warte, bis du sicher vorbeifahren kannst. Bauern fahren für gewöhnlich an den Straßenrand, wenn das Überholen sicher ist. Oder zumindest machen sie genug Platz, um dir zu ermöglichen, aufgrund der Sicht zu entscheiden, ob du überholst oder nicht. Keine Sorge, warte einfach ab, bis du sicher bist, dass du sicher überholen kannst und fahre dann vorbei. Aus den gleichen Gründen solltest du, falls du in einem Wohnmobil unterwegs bist und den Verkehr hinter dir aufhältst, nach einem sicheren Platz suchen, um an den Straßenrand zu fahren, damit der Verkehr hinter dir passieren kann. Das Fahren kann lang
und fordernd sein. Stelle also sicher, dass du genügend anhältst, um dich auszuruhen und dass du niemals müde bist. Halte außerdem ab und zu an und genieße die Landschaft. Okay, du warst also den ganzen Tag unterwegs, um Sehenswürdigkeiten zu sehen und suchst nun einen Platz zum Schlafen. In touristischen Städten gibt es oft eine Vielzahl an voll ausgestatteten Campingplätzen, Hotels, Ferienhütten und Schlafmöglichkeiten für Rucksacktouristen. Aber während der Touristensaison ist es oft nötig, diese im Voraus zu buchen. Wenn du in eine neue Stadt kommst, halte nach Zeichen Ausschau, die dich zu den sogenannten Eyesites führen. Diese bieten Touristen Informationen und eine kostenlose Stadtkarte der Gegend. Die Naturschutzbehörde betreibt über 200 Campingplätze in Neuseeland, welche preiswert sind und oft in wunderschönen Orten gelegen sind. Die meisten dieser Plätze kosten zwischen 6 und 10 Dollar pro Person pro Nacht. Eine vielseitige und beliebte Touristenoption ist das Mieten eines Wohnmobils. Dies gibt dir die Freiheit, selbst zu entscheiden, wohin du reisen und wie lange du schlafen möchtest. Außerdem steht in bestimmten Wohnmobilen jederzeit eine Toilette zur Verfügung. Sei jedoch auf der Hut, dass alleine die Möglichkeit, überall mit dem Wohnmobil zu campen, dir nicht automatisch auch das Recht dazu gibt. Viele Kommunen haben Gesetze gegen sogenanntes Campen am Straßenrand. Wenn du in der falschen Gegend oder auf Privateigentum parkst, riskierst du nicht nur, durch wütendes Klopfen am Fenster geweckt zu werden, sondern auch eine Strafgebühr. Um dies zu vermeiden, solltest du dich informieren, was die entsprechenden Regeln für freies Campen in der Gegend vorsehen und wo sich die entsprechenden Campingplätze befinden. Für die Technikversierten gibt es die Neuseeland-App Campermate zum Download für dein Smartphone. Es zeigt designierte kostenlose Campingplätze, Kanalisationsanlagen, öffentliche Toiletten, Waschsalons, Tankstellen, Eyesites, kostenlose WLAN-Spots und sogar Lebensmittelgeschäfte in ganz Neuseeland an. Und das Beste daran, Campermate ist absolut kostenlos. Selbstverständlich ist der beste Weg, mehr von Neuseeland zu sehen, länger hier zu bleiben. Der größte Wunsch aller Touristen ist es, mehr Zeit zu haben, das Land kennenzulernen. Also, willkommen in Neuseeland. Schlafe dich gut aus, denn du möchtest nicht einen einzigen Moment verpassen, während du hier bist.